Neuer Donnerstag, neue Bumsbude in Forza Horizon 5, Junge. Und sogar noch ein zweites nices Auto. Kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal nochmal, Basti, Digga, vielen, vielen Dank mal für deinen saftigen Zehner hier, Mann. Ey, Zorga! Oder soll das Hey heißen, keine Ahnung. Ich feiere deine Videos und wollte mal fragen, ob du ein Tuning-Video zum M4 von 2014 machen könntest. Wäre mega korrekt. Oder ich sagte so, wie es ist. M4 war jetzt erstmal nicht so geplant eigentlich. Aber ich schau mal. In Forza gibt es ja auch noch, gibt es glaube ich zwei sogar. Ah, wir gucken mal, wir gucken mal, ne? Aber jetzt hier nicht rum, Junge. Hä? Kommt dann, wenn kommt, ne? Junge, Basti, vielen, vielen Dank für den Zehner. Kuss, kuss. Was geht? Willkommen zum neuen Forza Horizon 5 Video und ja, aktuell kriegst du jetzt hier den Ford Fiesta ST, den neuen Ford Focus ST, haben wir schon angeguckt. RS gibt es ja nicht mehr, ganz scheint, keine Ahnung. Und ich habe noch schon so viel gesagt zu dem Auto, ich glaube am besten sparen wir uns das ganze Gelaber hier bei dem Karren nochmal. Da ist nochmal eine Nummer schlimmer, finde ich, sag ich so, was ist. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal den alten Fiesta angucken, weil der ist so, ey, der war noch ganz geil. Aber auf jeden Fall bekommt ihr auch noch zeitgleich, wenn ihr 40 Punkte erreicht, solltet ihr vielleicht sogar tun, den Renault Clio von 2016. Und das ist ein Auto, was du auch nicht kaufen kannst. Und den gab es auch bisher, glaube ich, nur einmal in der Liste, und zwar in der 16., glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das Lustige ist, ich habe nämlich genau zu dem Auto schon ein Video gemacht. Jetzt kann es sein, entweder habt ihr das schon gesehen oder ihr habt es nicht gesehen, keine Ahnung. Vielleicht kommt das davor oder danach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wusste ich nicht, dass man den jetzt wieder erspielen kann. Ich habe für dieses Video, weil sich das jemand gewünscht hat, habe ich auf kompletter Krampfbasis den Wagen im Auktionshaus gesniped, Digga. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich das Video später gemacht. Also, ich kann schon mal sagen, der Wagen ist ziemlich nice, ja. Und egal, ob ihr das Video zu dem Ding schon gesehen habt oder nicht, es gibt eine Folie dafür, ein Setup dafür. Und das Ding lohnt sich schon, ist schon ein geiles Karre. Aber um den geht's ja heute nicht. Sondern um, oh mein Gott, diese Lampen, Alter. Was hat der für Lampen bitte bekommen? Ah, wer hat sich das denn ausgedacht, Bruder? Ey, das kannst du dir aus jedem Winkel angucken. Die sehen immer einfach gar nicht aggressiv aus, Digga. Ey, den will man so füttern mit irgendwas, ey. Keine Ahnung. Hat aber einen fetten Ausruf bekommen, ja, da muss man mal sagen. Schon nicht schlecht. Ach ja, was soll ich dir sagen? Warum ist das Ding denn so hoch wie ein Bus? Also ich meine jetzt nicht von den Rädern her, sondern von der Kabine her, hier oben so in dem Bereich, ne? Alter, da kannst du ja drin stehen in dem Auto, ey. WTF. Junge, das ist doch kein Fiesta mehr, Digga. Das ist doch schon eine ganze Familienvan. Junge. Yo, was machen die denn? Ich schwöre, heute gibt's nur noch Familienkutschen. Ich sagte, das ist ja auch ein Rechtslenker. Ja, moin. Oh, ey. Was hat der denn für ein Motor hier drin? Jetzt pass auf. Ich rate, EQ-Boost. Irgendwas. Oh, oh, oh. Ford Performance. Sorry. Warte mal, ist das ein Dreizylinder, Junge? Nee, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt kein Dreizylinder. Nee, Alter, bitte nicht. Nee, das google ich jetzt, Junge. Nee, das google ich jetzt. Sportliches Handling. Reizvoller Dreizylinder-Turbomotor. Klappenauspuffanlage. Junge, irgendwann wird es so Autos geben, Alter. 1 Liter, 2 Zylinder mit Akrapovic, Digga. Familienkutschen, Fiesta und der Vorgänger Ford Fiesta ST, der wesentlich geiler aussieht. Zugegeben, zugegeben. Also als Fünftürer sieht er jetzt auch nicht so berauschend aus, fairerweise. Aber irgendwie, guck mal die Lampen, guck mal die Lampen. Die gucken doch schon viel böser. Was haben die mit denen noch? Guck mal hier, Bruder. Also, Junge, weiß ich nicht, ey. Vielleicht würde der als Dreitürer auch geil aussehen. Wenn wir noch ein paar Teile ändern. Ja, lass, komm, lass scheiß drauf, Digga. Was soll ich mich jetzt hier noch, Digga? Das hat eh keinen Sinn, Junge. Kann man irgendwelchen geilen Teil anbringen? Oh ja, sogar ein paar. Oh, schon wieder Maxen Design. Das hat man bei dem Focus auch. Und das hat ihn auch ziemlich geil gemacht, ne? Guck mal hier, kann man das sehen? Er hat so Frontleitbleche hier noch bekommen. Geil, Digga, das sieht schon mal nice aus. Vorsatzteil geht auch klar, aber hier unten die Lippe ist wesentlich cooler, ne? Guck mal hier an der Seite auch. Das sieht auch geil aus, Mann. Das nehmen wir schon mal, Digga, direkt einbauen, das Ding, Junge. Warte mal, 3 Zylinder. Klingt gar nicht so schlecht, wenn man es nicht so hoch dreht, ne? Oh, in was für einer Welt lebe ich? Okay, Heckflügel. Der eigentlich okay ist, aber er hat zu wenig, ne? Der andere war wieder geil davon gerade. Ah, guck mal. Ey, geil, das Ford-Logo ist ja weg. Boah, ich hasse wirklich dieses Ford-Logo, ne? Das ist das hässlichste Logo von irgendeinem Autohersteller, Digga. Ich sagte so, wie es ist. Ja, sauber. Jetzt sieht das schon mal brutaler aus. Was haben wir denn noch hier? Ja, alles klar. So, dann haben wir Heck. Boah, 3 Maxten-Teile. Boah, das ist aber sehr dunkel jetzt hier gerade, ne?
Also, ich mach mich mal kurz weg. Oh, okay, jetzt ist das ja schon RS, Alter. Das sieht heftig aus. Das hier, warte mal, wo ist der Unterschied zum normalen? Ja, blöd ist halt, ist der normale Auspuff, ne? Aber sonst auch cool. Und das hier noch. Boah, okay, das ist schon wieder Rallye-mäßig, ne? Aber auch der Auspuff. Bruder, der hier. Der ist es doch, oder? Also jetzt, Junge. Jetzt kommen wir der Sache näher. Wir machen da schon irgendwas draus. Haben wir hier noch Seitenteile? Ja, ist alles schwarz, ne? Kann man nicht so gut erkennen, aber... Ja, geil. Ich weiß jetzt nicht, welches, Alter. Ich glaube aber, das hier passt zum Rest vielleicht besser. Ey, 50-50, ne? Können wir nehmen einfach das hier. Ey, wir haben jetzt aber hier kein Kit, ne? Ja, okay, gut. So, der hat ja Frontantrieb. Boah, ich weiß ehrlich nicht, was ich mit dem Auto anfangen soll. Warte mal, haben wir hier mal vernünftige Motoren? Ne, das wäre ja mal... Ja, der Turbo, ich hab's mir schon gedacht. Ey, aber weißt du was? Der ist schon mal besser, ne? Komm, lass uns den nehmen, Junge. Wir nehmen den. Und weißt du was? Ich hab irgendwie Bock, auf der Karre hier ein Allrad zu setzen, Alter. Irgendwie. Oder ein Heckantrieb. Irgendwas Bescheuertes. Das muss irgendwie bescheuert werden, ne? A800, Allrad, keine Ahnung. Was kann man denn hier aus dem Motor rausholen? Warte mal kurz. Ah ja, jetzt ist der Turbo-Rally drin. Warte mal, was kriegt man denn aus dem Standardmotor raus? Moment. Warte mal, wie viel PS hat der überhaupt? Haben wir auch nicht geguckt. 200. Ach du Scheiße, Digga. Wie viel soll das denn halten? 30.000 Kilometer oder was? Ich hole da mal alle draus kurz. So, also erstmal gerade gar nicht erwähnt. Das ist auch ein 1,5-Liter-Motor, ne? Das ist schon nicht schlecht für einen Dreizylinder, Junge. Aber jetzt haben wir hier 2 Liter, Junge. Das ist schon mal nice. Und wir können mal Auspuffsort nochmal eben gucken. Also wir haben jetzt insgesamt, dann schaffen wir auf fast 450 PS, was schon... Ich glaube, es hält ja nur noch ein paar hundert Meter, dann ist der Motor platt, ey. Also entweder bin ich komplett bescheuert oder der hat einfach den gleichen Sound. Pass auf, warte mal, ich mach ein bisschen leiser. Geil. Macht gar keinen Unterschied. Perfekt. Okay. Also du kriegst da insgesamt ja 450 PS raus. Gar nicht so verkehrt eigentlich, ne? Oder sollen wir den Motor doch behalten? Was wird denn mit dem Turbo-Rally gehen? Den? Boah, Junge. Sogar S1 jetzt hier, Alter. Lol. Unter 700 PS. Aber guck mal, jetzt, selbst wenn wir jetzt Reifen nehmen, kommst du auch nicht ans Ende von S1, oder? Wir sind gar nicht weit weg, oder? Warte mal, das Gewicht vielleicht noch? Boah, krass. Wir sind echt nah dran, ey. Also ich baue jetzt mal kurz alles ein. Warte mal. Kriegst du auf S1, Junge. Muss noch ein paar Sachen ausbauen wieder. Geht das mit dem Standardmotor auf... Ah, nee, oder? Wird nicht gehen, oder? Nee. Da kommst du nicht ans Ende von S1. Man könnte aber auf A800 mit dem bleiben, ne? Okidoki, Junge. Fertig. Standardmotor A800 Allrad. Völlig OP, aber scheiß drauf, Digga. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, 450 PS, 1,2 Tonnen. Wir haben jetzt hier die Bremse drin. Ja, die Felge hab ich schon gesehen, ne? Ja, die müssen jetzt mal verbaut werden hier. Wir haben Rennfahrwerk, wir haben nichts abgespeckt, kein Überrollkäfig. Leistung ist komplett alles drin. Und wir haben hier Sportreifen. Dafür aber in der fettesten Breite und wir haben ja eh Allrad so mäßig, ne? Übrigens hat er eigentlich 18 Zoll Felgen, schon gar nicht mal schlecht. Jetzt haben wir 19 Zoll, fällt jetzt gerade noch nicht so auf, aber wenn du jetzt hier sowas nimmst, ne, dann sieht man das schon, Junge. Also ganz ehrlich, die Ansicht jetzt hier sieht doch geil aus, oder? Die sieht echt nice aus, Junge. Ja, ich finde auch generell sieht der jetzt schon wieder ein bisschen besser aus, ne? Die Frage ist, machst du den schwarz oder machst du nicht schwarz, ne? Der ist ja schon fast schwarz, Junge. Boah, 50-50, Alter. Wir nehmen auf jeden Fall die Felgen hier. Noch nie benutzt, Digga. Noch nie. Wir nehmen das einfach. Wir gucken, ob das irgendwie funktioniert. Okay, also wer unbedingt möchte, kann den Wagen schwarz haben. Ich habe eine komplett schwarze Folie gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt hier, warte mal, die Felgen ändert. Ja, ne, so, hast du jetzt komplett schwarz. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Ist geil. Ist wirklich geil. Richtig nice sogar. Aber... ich habe was anderes noch gemacht. Und zwar hatte ich irgendwie Bock auf so eine geile Farbkombination hier. Ich habe 300 Millionen Farbkombinationen, kack, was auch immer ausprobiert, ne? Eigentlich sollte das mehr grau werden, das Auto. Jetzt haben wir hier so ein, was auch immer das für eine Farbe ist. Und die Felgen hier in so. Was auch immer das für eine Farbe ist, keine Ahnung. Oben in Seidenmatt foliert, Digga, auch geil. Und was echt cool ist, wir haben den Spoiler hier oben sogar. Kann man das irgendwie sehen? Der Spoiler von der Seite hier ist dunkel. Nur diese Striche. Und von der Seite haben wir den so. Und der zweite Spoiler unten dann auch die Striche hier. Auch ganz cool. Also ich finde den nice. Coole Farbe habe ich noch nie benutzt. Echt geil. Und auch in der Felgenfarbe hier irgendwie auch ganz nice.
Das Geile ist, es gibt so viele schöne Felgen, wenn man jetzt nur die Folie runterlegt. Guck mal, du kannst auch ganz schwarz machen, ne? Geht auch. Aber ja, sowas hier oder so, ne? Hier, boah, die knallen auch rein, ne? Finde ich schon irgendwie ganz geil. Kann man schon nice Sachen machen. Die sehen ein bisschen aus wie so Kreuz mit Haken, okay. Beides dann hochgeladen, ne? So, guck mal hier. Insel Dunkeln sind wir draußen. Boah. Sieht auch hier schon ganz nice aus. Guck mal, wie schön die Felgen leuchten, Alter. Irgendwo die Lampen vorne, ne? Also, da weiß ich auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht genau, was mich da jetzt alles... Irgendwie stört mich daran alles. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ah ja, Rechtslenker. Voll vergessen schon wieder. Ja, ST haben wir hier drin stehen. Bei dem Vorstand Performance drin. Komplett digital alles, ne? Alles klar. Ah ja. Junge, ein Dreizylinder, der bis 8000 Umdrehungen jetzt dreht und 450 PS oder so hat, ne? Alter! Bist du komplett besoffen oder was? Jetzt die Karre kaputt, perfekt. Oh, auf ein neues. Weiß ich, was ich davon halte. Junge! Ist keine Anschaltung, oder? Doch, das ist ein Anschalter. Alter, das ist so merkwürdig als Rechtslenker, ne? Also ich finde den jetzt so eigentlich ganz geil. Die Tür muss halt trotzdem irgendwie weg, ne? Aber gut. Ja, da war schon... Das ist ein eigenartiger Sound, ne? Ja, jetzt so untenrum langsam hat es irgendwas von dem Vierzylinder. Aber es ist... Also oben... Also, keine Ahnung. Also oben rum kommt irgendwann nur noch so ein Atmen irgendwie, keine Ahnung. Ist schon nicht schlecht so vom Ding her, ne? Aber Junge, okay, wer weiß auch, ganz ehrlich, wie hört der sich mit den echt an? Keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich Vollkatastrophe. Also ganz ehrlich, jetzt aber von hinten sieht er so nice aus, ne? Vor allem, weil wir das über den Lampen ja jetzt dunkel gemacht haben, schwarz, das macht nochmal eine andere Optik. Mit dem Spoiler und so weiter und das Heck unten und so, ja schon. Guck mal, wie schön der Regen hier in die Pfütze da rein plätschert, ne? Wunderbar, Junge. Könntest du auch wieder mal eben ein geiles Bild machen eigentlich, ne? Warte mal. Guck mal, Junge, wie schön, ne? Sieht schon ganz geil aus. Bilder wie immer im Discord, ne? So, ich wollte mal eben Launchy machen hier. Ja, Allrad, ne? Also der fährt sich echt ganz geil bis jetzt hier so, ne? Voll im Arsch wieder, Junge. Mein Gott. Ich glaube, wir können dem noch mehr hinten geben, oder? Ist eigentlich schon ganz geil. Schon echt agil, das Ding. Wird nicht viel ändern. War ein bisschen noch, warte mal. Ja moin, jetzt ist er voll trocken hier, Alter. Was ist das denn? Null. Ja. Passt. Kann man gut fahren, Alter. Nicht schlecht. So, wir gucken uns halt mal in so ein Nachtrennen an hier. Also der fuhr echt nice schon mal jetzt, ne? Boah! Ey, warte mal. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal. Nochmal neu starten. Jo, der zwiebelt ja voll ab, Alter. Was ist das denn? Oder der andere war jetzt irgendwie ultra langsam oder hat gepennt. Kein Plan. Aber er geht richtig nach vorne hier. Guck mal.
Ja, der ist auch nicht langsam, Alter. Der fährt irgendwie 310 oder sowas. Ja, langsam ist anders, Alter. Alter. Meint ihr, es gibt auch Leute, die den Wagen so mit Frontantrieb fahren? Das wäre auch... Weiß ich nicht, ey. Mein Gott, nee, Alter. Was stimmt denn da mit dem Kackauto nicht? Hau doch mal ab da jetzt. Ich will hier eine schöne Kurve fahren. Kein Bock da runter zu bremsen so stark. Ja, dann leck mich, Junge, so ein Ding. Aber, um mal was Gutes zu sagen, die Rücklampen sehen ganz geil aus, ne? Also, die haben sie ganz gut hingekriegt. Die haben was, ne? Boah, was ist denn mit dem verkackten Verkehr hier nicht in Ordnung, Junge? Komplett behindert oder was? Digga, immer auf meiner Ideallinie, Alter. Hau ab! Junge! Die Bremsen sind nicht so berauschend, ne? Das hätte man hinkriegen müssen eigentlich. Bremsen nicht so geil. Man könnte natürlich auch die besseren dann nehmen, ne? Aber musst du da irgendwas ausbauen, so? Ja, musst du halt ein bisschen eher bremsen, ne? So gesagt, so wie es ist, ich werde den Wagen wahrscheinlich eh nie wieder benutzen, Alter, ganz ehrlich. Ich finde den zwar so jetzt echt ganz schön, so wie wir den gemacht haben. Aber da habe ich viel zu viele andere Lieblinge, Alter, die ich dann benutzen würde, ne? Sag ich so, wie es ist. Weiß ich nicht, ey. Boah, aber ey, der Verkehr ist ja komplett krank heute hier, was ist das? Ey, immer da, wo ich langfahren will, kommt ein Auto. Ich reiß ja auch alles ab, ne? Er fährt Neues. Kann man gut machen. Können zwar so noch mehr hinten geben, aber ich finde, so ist ganz, ganz geil. Schön stabil. Guck mal, easy, ne? Ganz easy zu fahren. Ohne Traktion natürlich, ne? Ganz, ganz easy. Ja, es ist vielleicht einfach was für Ford-Fans, wenn es überhaupt sowas gibt. Keine Ahnung. So richtige Hardcore-Ford-Fans, Junge. Da ist das hier dein Auto. Ja, ich finde den so ganz geil, ne? Aber es gibt zu viele andere Fahrzeuge, die ich da eher benutzen würde, ne? Ja. Können wir mal ganz kurz ein Tagrennen machen, damit wir die Farbe nochmal sehen. Ah, so eine Farbe ist schon, Junge. Habe ich noch nie gemacht, so eine Farbe hier. Schon ganz nah. Ich habe echt bei der Felgenfarbe auch so lange rumgepopelt nochmal, ne? Hier, das ist ein geiles Auto. Der links hier, Junge. Der Golf, Junge. Der kann was, Alter. Der kann was. Und was fährt hier vor mir? Ein alter Focus oder was? Das Ding ist, der ist schön zackig so, ne? Guck mal hier. Guck mal die Lenkung an. Das ist schon echt geil. War auch so mini, ne? Ich meine, es gibt zwar irgendwie, ne, so John Cooper Work, okay, ne? Aber ich sag, das ist, die meisten Minis sind einfach hässlich, Digga, ehrlich. Das ist einfach nicht mein Ding, so. Keine, guck mal hier, der ist geil, der rote hier, der Opel Corsa OPC, Junge. Ist jetzt hier kein Opel in dem Game, aber ist ja dasselbe, ne? Da haben wir auch schon ein Video zu gemacht. Das ist auch ein super schönes Auto, Junge. Richtig geil. Den finde ich auch übelst nice. Ja, jetzt mit den Teilen hier und so. Schon ganz cool. Aber ich... Also, weißt du, Fiesta ist halt schon eigentlich ein Kleinwagen, ne? Was soll das? Ist genau wie bei, genauso dulli wie bei Polo, Junge. Polo kriegst du auch nur noch mit 5 Türen, Digga. WTF. Junge, wer unbedingt 5 Türen haben will, ja bitte, ne? Aber warum muss denn jeder jetzt so einen 5-Türer kaufen, weil es einfach keinen 3-Türer mehr gibt? Ich könnte mich da echt komplett drüber aufregen, ne? Da, guck mal hier, der ist geil, da. Der ist auch geil, der rote da vorne. Der... Ich sag jetzt mal, keine Ahnung, mittlere Ford Focus. Oder ist halt sogar der Fiesta hier? Nee, ist ein Focus, ne? Wenn wir da nochmal irgendwie rankommen, dann kann ich ja nochmal gucken. Aber A oder B, Alter, keine Ahnung.
Ich sehe es nicht, ne? Das Ding ist, die sehen auch so ähnlich aus. Er ist ein, ja, doch, ist der Fiesta, ne? Ja, der Spoiler-Katastrophe, ne? Ja, guck, da hast du beide. Ja, okay, der Alte sieht älter aus. Man sieht das wegen den Lampen, ne? Aber ich keine Ahnung, was sie hier gemacht haben, aber es sieht irgendwie aus wie ein Van, Alter. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es sieht einfach aus wie ein Van. Und jetzt haben wir auch krasse Teile schon drauf, ne? Darf man jetzt auch wieder nicht vergessen. Also Maxton hat hier nochmal aus dem hässlichen Endline was Schönes gemacht. Das kann man mal so festhalten. Und mit der Folie jetzt hier so sieht es auch nochmal besser aus. Aber vielleicht fährst du den Wagen wirklich einfach in schwarz. Einfach in schwarz. Ich dachte so, wie es ist. Ja, ich weiß auch, ich komme mit dem Wagen, komme ich nicht. Keine Ahnung, Digga, keine Ahnung. Junge, sieht das katastrophenmäßig kaputt aus, ey. Das ist der gute neue Fiesta, Junge. Ich sag's dir, ich kann mit den neuen Fords nichts anfangen, ehrlich. Also ich glaube, mittlerweile gibt's nur noch einen einzigen Ford, der geil ist. Alles andere ist absolute Mülltonne. Und das ist ein GT. Also Mustang GT, meine ich jetzt. Der GT ist ja schon wieder älter. Ford Mustang GT, Digga, richtig geil. Auch der Innenraum, ne? Ich habe keine Ahnung, warum das so krass unterschiedlich ist. Aber die ganzen Fords hier, ne? Egal, ob du Lenkrad anguckst, Entertainment-System, keine Ahnung, ne? Das ist alles Ass. Nur der Ford Mustang GT, Digga, der sieht völligst anders aus, ne? Das ist ein schönes, geiles Auto, Digga. Trotzdem, wie wir den gemacht haben, so kann man den benutzen. Anders würde ich ihn nicht benutzen. Und der fährt auch geil. Also Leute, gönnt euch den auf jeden Fall trotzdem, ne? Weil du kannst den Wagen ja easy verkaufen, dann in ein paar Wochen für, weiß man sich, wie viel Millionen. Also allein dafür holen. Ne, ist klar, Leute. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.